Mein Name ist Stefan Hossfeld und ich habe das große Vergnügen, der Akademieleiter der Kunstschule Wandsbek zu sein. Das war unser erster Tag der offenen Tür nach dieser, ja, ich will mal sagen, stillen Zeit. Und wir waren froh, endlich wieder einen Tag ausrichten zu können in der Präsenz. Und wir konnten unsere Interessenten und deren Begleitung endlich wieder einladen, uns in der Kunstschule Wandsbek zu besuchen. Ja, das Interesse war auch wirklich sehr groß. Wir haben um die 150 Gäste gehabt, die wir begrüßen durften. Wir haben im ersten Moment gar nicht damit gerechnet, aber es war plötzlich voll und es war eine ganz tolle Stimmung. Viele Eltern, die wahnsinnig neugierig waren. Ein Vater hat sogar zu mir gesagt, er hätte am liebsten selber sofort angefangen zu studieren. Und ich habe mich sehr gefreut, viele junge Menschen kennenzulernen, die Interesse an der Kunstschule Wandsbek haben und ja nicht nur neugierig, offen und voller Gestaltungswille sich sogar beworben haben. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, auch einige aufnehmen zu können an diesem Tag. War sehr viel Interesse auch in unseren Schnupperkursen. Das erste Mal haben wir an diesem Tag auch Schnupperkurse eingerichtet. Zum Beispiel bei Oliver Hahn zum Thema Illustration. Der Raum war brechend voll. Natürlich haben sich auch einige Eltern reingedrückt vor lauter Neugier und auch mal selber den Pinsel in die Hand genommen. Oder bei Evelyn Blöger zum Thema Kalligrafie. Im vierten Stock hatten wir noch weitere Schnupperkurse angeboten, zum Thema Fotografie zum Beispiel. Unsere Studenten haben tatkräftig unterstützt und haben das Setting vorbereitet und haben unsere Interessenten auch so ein bisschen mal erklärt, was es heißt, ein Shooting zu machen. Und dann vielleicht auch danach über Adobe Photoshop bei Melanie Wendt drüben auch mal zu sehen, was es heißt, eine Bildbearbeitung zu machen. Ansonsten sind alle Gäste und Interessenten und Eltern ja, durch die Räume gelaufen, haben sich die Mappen der Studenten angeguckt und haben auch natürlich mit den Studenten sich unterhalten und auch mit den Dozenten. Und ja, ich hatte auch das Vergnügen, als Akademieleiter den einen oder anderen zu sprechen und habe mich gefreut, da auch nicht nur Auskunft zu geben, sondern es war auch ein toller Tag der Begegnung. Und ich habe gerade nach diesen Monaten der Stille und des Lockdowns merkte man, wie schön es ist, die Menschen auch wieder zu treffen und auch live zu sehen. Und das war für uns einfach ein toller Tag und wir haben das alle sehr, sehr genossen. Wenn ihr noch etwas wissen wollt, wenn ihr Fragen habt zur Ausbildung zum staatlich geprüften Kommunikationsdesigner oder zum Ablauf an der Kunstschule, dann ja, meldet euch bei uns, schreibt uns an oder ihr könnt uns auch anrufen. Aber anschreiben ist natürlich immer einfacher. Über unsere Website könnt ihr natürlich auch den Kontakt anklicken und wir freuen uns auf euer Interesse und vielleicht bald an der Kunstschule Wandsbek.